Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video von mir. Ja, heute möchte ich mal ein Topspeed-Video machen mit der Z900. Also wie schnell sie jetzt wirklich auf der Autobahn ist. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Und jetzt dachte ich mir so, ist der passende Zeitpunkt dafür. Na, jetzt hier erstmal Luft prüfen. Weil richtiger Reifendruck ist natürlich wichtig. So, hinten sind jetzt 2,9 Bar drauf. Und vorne müssen 2,5. Die flatte ich noch. 2,2. Ja, ich habe vorne und hinten jeweils 0,3 Bar verloren. Das macht das schon wohl Sinn. So. Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt mal Richtung Autobahn. Und dann mal schauen, ne? Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Natürlich jetzt freitagsmittags, ne? 15 Uhr. Ist natürlich die beste Uhrzeit, um das gleich hier ein Autobahn-Video zu machen. Aber ich versuche es einfach mal. Ich hatte heute mal richtig Bock, so ein Topspeed-Video zu machen und so. Ja, und deswegen mache ich das. So Leute, jetzt hier Topspeed. Boah! Alter! Alter Schwede, Leute, es ist so gottlos windig. Ich war aber 230, glaube ich. Mein Schuh hat sich gefühlt gelöst. Ich denke einfach, dass es zu windig ist, beziehungsweise zu voll. Und ich hoffe, ihr versteht noch alles hier. Ist die Kamera noch fest? Ja, ist sie. Die Z ist auch relativ cool zu übersetzen. Und wenn du dann mal 220 oder so noch schalten musst, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, immer diese LKWs, die überholen, wa? Das ist immer scheiße. Dahinter ist wahrscheinlich alles wieder frei. Alter, was macht der denn da? Das sah aber ganz schön eng aus. Da vorne kommt bestimmt irgendwer nicht aus dem Arsch. Also 160 ist eigentlich echt entspannt, merke ich gerade. Jetzt husch, husch. Oh, gerade Bahn frei. Alter Schwede, Leute, bei 240 km/h, ne, auf dem Naked Bike, da bist du aber auch komplett in deinem eigenen Film, wirklich. Du kannst nicht mehr auf den Tacho gucken, es geht einfach nicht. Boah, Junge, Junge, Junge. Puh. Und ich hatte gerade so einen Adrenalinkick,
Weil du musst nämlich wirklich nur einen kleinen Fehler machen. Einmal falsch nach unten gucken, einmal irgendwie das Lenkrad loslassen. Und ja, das war's. Boah, ne, jetzt reicht's aber auch für mich. Jetzt bin ich fertig. Auf einer Sportbar oder so, alles gut, aber 240 auf dem Naked. Boah, du wirst so nach hinten gezogen, wirklich. Wenn ich einen Schulterblick machen würde, mir würde, glaube ich, gefühlt mein Helm weggerissen werden. Oder mein Nacken, keine Ahnung was. Boah. Aber hat Spaß gemacht, Leute, war geil. Ich hoffe, man sieht auch alles im Video. Wäre halt ärgerlich, wenn nicht. Vielleicht wären da auch noch 5 km/h oder so mehr gekommen. Aber naja, ich wollte da jetzt auch kein Risiko eingehen, weil ich musste sowieso abbremsen. Und jetzt habe ich wirklich keine Kraft mehr. Aber so, dieses Jahr mit 240 angegeben. Ich habe jetzt 240 geschafft. Ich bin auch relativ groß und schwer. Ich denke mal, kleine Leute werden dann vielleicht noch, keine Ahnung, 5 bis 10 km/h mehr rauskriegen. Aber auf 240 bin ich eigentlich ganz stolz. Also kann ich gut mit leben. Boah, jetzt fühlen sich 100 km/h so langsam an. Das ist so, als wenn du da jetzt gefühlt nebenher laufen könntest. Das ist geisteskrank, wirklich. Boah, jetzt hast du immer ein ganz falsches Gefühl für die Geschwindigkeit. Junge. Ey, ich muss mich gerade erstmal kurz erholen hier von der Fahrt. War doch ein bisschen anstrengender als ich dachte. Aber ja, dann würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Lasst einfach ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.